Ein Jahr ist vergangen, seitdem Thomas Hitzlsperger öffentlich bekannt gab, dass er schwul ist. Als erster prominenter deutscher Fußballprofi. Damals schlug die Nachricht hohe Wellen. In der Zwischenzeit habe sich aber einiges getan. Homosexualität im Profisport werde mittlerweile weniger tabuisiert. Ich glaube, es hat sich jetzt verändert. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, dass es auch passiert ist. Und dennoch gibt es noch viel zu tun, weiter Vorurteile abzubauen, die nach wie vor da sind. Aber der Großteil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir geschrieben haben, haben sehr positiv reagiert. Und das hat mir auch weiter Mut gemacht, mich weiter zu engagieren. Seit seinem Coming-out engagiert sich Hitzlsperger stark, um das Thema weiter ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Er ist Botschafter, hält Vorträge, stellt aber auch klar, dass er niemanden zum Outing drängen will. Das ist überhaupt keine Aufforderung von mir, dass ein Profifußballer, überhaupt Fußballer, sich outen müssen. Ich sage nur, dann werden die Fragen beantwortet. Ich habe gleichzeitig gesagt, wenn sich jemand traut, an der Spitze des deutschen Fußballs sich zu outen, dann braucht er eine gute Persönlichkeit, der muss sehr, sehr stark sein. Um das zu ändern, sei es wichtig, Aufklärungsarbeit in Fußballvereinen zu leisten. Direkte Kritik am DFB äußert Hitzlsperger aber nicht.